Liebe Freunde der Literatur, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Gäste, wir beginnen mit einem leichten Ritardando, aber wir sind in Wien, wo Repräsentation eine Rolle spielt und eine Verzögerung durchaus als Instrument der Aufmerksamkeitssteigerung auch zum Einsatz kommen kann. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zur zweiten Vorlesung im Rahmen der Poetikdozentur Literatur und Religion unter dem Titel Feuerschlag des Himmels, das Kreuz in der modernen Literatur. Ich bin froh, dass der Schweizer Schriftsteller Thomas Hölimann bereit ist, hier als Schriftsteller in die Rolle des Dozenten zu schlüpfen und uns seine Überlegungen vorzutragen. Er hat mir jetzt die nicht ganz leichte Aufgabe übertragen, den Faden von der ersten Vorlesung quasi wieder aufzuspannen. Das möchte ich jetzt mit ein paar Stichworten tun. Wer sich etwas genauer informieren will, kann die erste Vorlesung auch auf der Homepage nachhören, auch, glaube ich, in ein paar Tagen dann nachsehen. Wir leben ja im visuellen Zeitalter. Also dazu herzliche Einladung. Die Adresse ist www.poetikdozentur.at. Da können Sie das nachlesen, nachhören, nachsehen. Ja, ich will die erste Vorlesung nur mit drei Stichworten in Erinnerung rufen. Thomas Hürlimann hat mit zeitdiagnostischen Bemerkungen begonnen. Seine These war, die Kreuze sinken. Ihre Präsenz ist gefährdet in Spitälern, Schulklassen, Gerichtssälen, werden sie nach und nach abgedrängt, abgehängt. Was steht eigentlich dahinter? Seine zweite These war, dahinter steht eigentlich eine zunehmende Unfähigkeit, mit sperrigen, mit dunklen Realitäten wie Leid, Schuld und Tod umzugehen. Das heißt, dort, wo die Kreuze schwinden, schwindet eigentlich noch mehr. Und das ist die Stunde der Literatur, dieses Schwindende gewissermaßen im Modus der Sprache präsent zu halten. Er hat an eine Wendung von Augustinus erinnert, Praesentia de Praeteritis. Dort, wo etwas Wichtiges gewissermaßen in die Vergessenheit abzusickern droht, dort hält die Literatur dieses fest, bewahrt es auf. Und sie tut es anders als der Historiker, der Dokumente in einem Archiv zusammenträgt, nämlich dadurch, dass hier eine gewisse Witterung für die Lebenswelten da ist. Der zweite Gedanke war, wie kann Literatur eigentlich religiöse Sujets angemessen in Sprache bringen? Und die These war nicht dadurch, dass der Schriftsteller als Subjekt zugreift auf ein Objekt und es durch seine virtuose Sprachkompetenz gewissermaßen fixiert, sondern vielmehr dadurch, dass er sich dem Phänomen, dem Ereignis, das sich zeigt, aussetzt und er versucht indirekt durch Alteritätssignale das zum Leuchten zu bringen. Und er hatte hier einen Vergleich zwischen Franz Werfel und Josef Roth ins Spiel gebracht. Franz Werfel, der im Lied der Bernadette das Hirtenmädchen in der Grotte porträtiert, das dann direkt zur Mutter Gottes spricht, also sehr plastisch, plakativ, während Josef Roth in seinem Roman Tarabas einen anderen Weg wählt. Sie erinnern sich an die eindrückliche Szene, eine betrunkene Mannschaft von Soldaten sitzt gelangweilt in einem jüdischen Gasthaus und beginnt zunächst obszöne Kritzeleien an die Wand zu machen und dann wird auf diese Kritzeleien geschossen. Der Putz blättert ab und was erscheint? Es erscheint die Silhouette einer Madonna, die dann im Abendlicht auch noch aufscheint und glänzt und dazu führt, dass die barbarische Soldateska anfängt, marianische Gesänge zu intonieren, ja, sich sogar hinkniet. Das ist aber nur der Auftakt dann zu einer weiteren Szene, die dann absolut abgründig ist, denn dann wird gefragt, wer hat das eigentlich überpinselt, dieses Marienbild? Ja, der jüdische Gastwirt, wo ist er? Und das ist dann der Ansatz zu einem Pogrom und so weiter. Das will ich Ihnen jetzt nicht weiter noch erläutern. Drittens hat er dann angekündigt, ich überspringe einige andere Überlegungen, heute
in ein Beispiel, in ein literarisches Beispiel hineinzugehen, nämlich in den Roman von Bulgakov. Wir haben uns instruieren lassen, dass man nicht Bulgakov sagt, sondern Bulgakov. Nämlich Der Meister und Margarita, wo dieser Weg einer randständigen, indirekten Beschreibung gewählt wird. Andererseits aber, das hat er auch gesagt, unbequeme, sperrige, verstörende Fragen aufbrechen. Das Kreuz ist ein verstörendes Symbol, das man nicht in eine sanfte Begriffssprache einfangen kann. Hier werden Fragen aufgeworfen, wie kann das sein, dass Gott diesen seinen Zeugen so elendig am Kreuz sterben lässt? Ist das nicht letztlich ein böser Gott, der sich hier zeigt? Fragen, die auch in der Theologie immer mal wieder aufgeworfen werden, aber selten in dieser Eindringlichkeit zur Sprache gebracht werden, wie das eben im Modus der Literatur der Fall ist. Abschließend darf ich noch kurz darauf hinweisen, dass ein Büchertisch da ist, wo wichtige Werke von Thomas Hürlimann auch käuflich erworben werden und nachher signiert werden können. Aber jetzt breche ich hier ab, denn meine Funktion ist die, ein Präludium zu machen. Das Eigentliche kommt jetzt und wir sind sehr gespannt auf deine Überlegung. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Jan-Heiner Tück, ich bedanke mich bei dir für deine einleitenden Worte, die es mir möglich machen, gleich in Medias zu gehen, und möchte dir aber vorher noch ganz herzlich Glück und Segen wünschen. Jan-Heiner Tück hat heute Geburtstag. Die Hypothese war, religiöse Texte sind Literatur, wenn sie uns als Phänomen erreichen, wenn durch den Text Abwesendes anwesend, wenn Unanschauliches anschaulich wird. Die heutige zweite Vorlesung läuft, wie Jan-Heiner Tück das eben angekündigt hat, auf die Kreuzigungsszene in Michael Bulgakows Roman Der Meister und Margarita hinaus. Und dieser Gang, ein Herangang, erfolgt in 7 Stücken. Erstes Stück: Die chinesische Mauer. Der spanische Philosoph José Ortega y Gasset, geboren 1883 in Madrid, sagt in einer Vorlesung, die er 1930 in einem Madrider Theater gehalten hat, dass die Philosophiegeschichte von einer chinesischen Mauer durchzogen ist. Renatus Cartesius, Descartes, hat sie errichtet. Worin besteht die Mauer? Descartes hat die Realitas der Realität in Frage gestellt, in den Zweifel gezogen. An einem einfachen Beispiel erläutert: Ich stehe hier in diesem Raum vor Ihnen. Aber könnte es nicht sein, dass ich meinen Auftritt träume oder halluziniere? Was gibt mir die Gewissheit, dass ich in Wien bin, eingeladen von einem real existierenden Jan-Heiner Tück? Das heißt, dieser Raum und Tück und Sie alle, auch ich selbst, existieren zunächst lediglich in mir, in meinen Kogitationes, in meinen Gedanken. Die äußere Welt ist ein Bewusstseinsinhalt des Ich. Die Wirklichkeit ist in der Vorstellung des Subjekts. Alles ist ungewiss, alles außer der Zweifel, die Skepsis. Skepsis aber ist Denken. Nur im Denken kann ich zweifeln, kann ich die äußere Welt und mich selbst in Frage stellen. So kommt es zu einer dieser Weichen,
wie ich sie in der ersten Vorlesung erwähnt habe, zu einer dieser Weichen, die das Denken der Menschheit in eine andere, neue Richtung lenken. Sie kennen die Weiche, sie ist längst zu einer Binse geworden, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Die chinesische Mauer trennt das griechische Denken, das sich staunend dem Phänomen hingibt, das auf Epiphanien aus ist, von einem Denken, das aus dem eigenen Subjekt heraus die Welt entwirft. Für mich existieren sie nun, weil ich sie mir vorstelle. Das heißt, sie sind ein Akt meines Verstandes. Ich mache mir sie bewusst, insofern gibt es sie. Mit Descartes gesprochen, das Denken ist die einzige Sache in der Welt, die nicht negiert werden kann, weil Negieren Denken ist. Mit Ortega y Gasset gesagt, Zitat, die Dinge, an die ich denke, sind im Universum möglicherweise gar nicht vorhanden, aber dass ich sie denke, ist unzweifelhaft, wenn ich sie denke. Mithin kann das Universum mir zweifelhaft erscheinen, aber dass es mir erscheint, dass es ein Inhalt meines Bewusstseins ist, ist im Moment, da ich dies denke, die einzige unzweifelhafte Gewissheit. Das hört sich verrückt an, aber seit Descartes ist dieser Wahnsinn das Normalste von der Welt. Wir denken alle so. Mit Schopenhauer gesagt, die Welt ist unser Wille und unsere Vorstellung. Sie ist das, was wir willentlich von ihr halten. Das war eine gewaltige Kehre, nämlich die Abkehr vom griechischen Staunen. Im Wort Psyche, Seele, bewahren wir noch einen Rest des antiken Denkens und Empfindens. Psyche, hier lassen wir mit Heidegger die Sprache sprechen, heißt Hauch, Atem, Wind, Spiritus. In der griechischen Welt wurde der Staunende von den Göttern beatmet. Von ihnen kam der Geist. Die Götter haben uns Leben eingehaucht. Sie waren es, die uns Seiende, wie Platon sagt, besonnt haben. Gott, das Sein, war der Stifter des Seienden. So dachte auch Aristoteles und mit ihm Thomas von Aquin. Sie waren der Überzeugung, dass alles Seiende beseelt ist, behaucht, beatmet. Deshalb haben für den Aquinaten auch Pflanzen eine Seele. Von der Sonne des Seins besonnt richten sie sich nach der Sonne. Genauso die Tiere. Ihre Seele versieht sie mit Empfindungen wie Schmerz, Trauer, Freude, Sorgen für sich und ihresgleichen und andere. Der Aquinat meint, dass das Tier beseelter sei als die Pflanze, also stärker in seinen Empfindungen. Der Mensch wiederum ist beseelter als das Tier, die Engel sind beseelter als wir Menschen und die allumfassende Seele, der Spiritus, der Geist an und für sich, ist Gott. Ich muss Ihnen gestehen, ich finde diesen Gedanken einer beseelten Wirklichkeit wunderbar. Ich schaue gern in der Nacht zu den Sternen hoch und denke dabei, dass sie gemäß Aristoteles eine Seele haben. Seelen leuchten über uns. Was für ein Gedanke. Und wie klein, wie mickrig ist dagegen das Subjekt, das Ich, das den Sternenwind als Projektion oder Fiktion oder Halluzination unserer Vorstellungskraft abtut. Nur, wer glaubt heute noch an beseelte Sterne? Eben. Wir haben uns ganz und gar in unser Subjekt eingesperrt und das, was einmal Seele war, Hauch
der Göttin, Atem des Absoluten, Spiritus, Geist, hat ein sehr bedeutender Wirkung als ein System von Trieben und Affekten beschrieben. Und geben Sie es zu, wir alle denken, Sie auch, Freud hat recht. Als Schweizer muss ich hier vielleicht anfügen, in Zürich an der Psychiatrischen Universitätsklinik wurde die Schizophrenie entdeckt. Schizophrenie als psychische Krankheit, nicht als Folge der Syphilis. Sie können sich als Wiener immerhin zugute halten, dass man bei Ihnen die Libido entdeckt hat. Darauf wäre in Zürich keiner gekommen. Griechisches Denken, Sternenwind, Besonnung, Beseelung des Seienden. Jede Quelle hat eine Nymphe, jeder Hain ist von einem Gott bewohnt. Das hat sogar Marx im Kapital angemerkt und hat gemeint, natürlich trägt man zu so einer Umwelt, die vom Göttlichen geschützt ist, größere Sorge als zu einer Landschaft, die von Dampfschiffen durchpflügt wird und wo es diese Götterwelt nicht mehr gibt. Dann errichtet Descartes die Mauer. Seither, das Ich ist absolut. Das Subjekt beherrscht die Welt. Für die beseelten Tiere war es fatal. Da sie nicht denken können, wie Descartes meinte, hat er sie den Automaten zugeordnet. Tiere sind für ihn Sachen. In der Rechtsprechung gilt das teilweise bis heute. Und wenn Sie ermessen wollen, was Descartes angerichtet hat, müssen Sie sich nur eine Intensivmastfarm ansehen. Dort ist das Produkt, das Huhn, sein eigenes Produktionsmittel unter Zuchtlampen, die ihm einen ewigen Frühlingsabend suggerieren, ist sein Fresstrieb derart rege, dass es sich in einem Drittel seiner natürlichen Wachstumszeit zur Schlachtreife mästet. Descartes hat den Sternenwind mit Zuchtlampen ersetzt. Er hat die Weiche gestellt, die das Abendland und mit diesem die Welt ins Unheimliche fahren ließ. Zweites Stück, Kant und Robinson. In der Kritik der reinen Vernunft bezeichnet Kant den reinen Verstand, also das Descartesche Subjekt, als Insel. Diese Verstandesinsel, heißt es wörtlich, ist durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist die Insel der Wahrheit, umgeben von einem weiten und stürmischen Ozeane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo manches bald wegschmelzende Eis neue Länder pflügt und indem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Zitat Ende. Eine in jedem Sinn symptomatische Aussage. Kant hat Hegel gespottet, kam über Königsberg nicht hinaus. Klar, Kant hatte das Meer vor der Tür, die neue Länder lügenden Eisbänke, die Stürme, den Nebel und hat nicht im Traum daran gedacht, seine Insel zu verlassen. Er war so sehr auf den Verstand konzentriert, dass er sich von seinem Diener Lampe im Dunkeln an- und ausziehen ließ. Er selbst hat den ihm fremden eigenen Körper nie gesehen, nie berührt. Er war ja ein Sitz des Scheins für ihn, wie das böse Meer mit den Ungeheuern in der Tiefe. Für Kant zählte einzig sein Kopf, der Verstand, und diesen Verstand
hat er vermessen. Von ihm hat er eine Landkarte gezeichnet, in dem er, der Denkende, der Zweifelnde, der Kritiker, seinen eigenen Verstand beim Denken, Zweifeln, Kritisieren beobachtet hat. Etwas philosophischer ausgedrückt, Kant hat das transzendentale Subjekt über das Empirische gestülpt, das heißt, ein Ober- und Über-Ich hat dem Verstand beim Denken zugeschaut und daraus in sich gültige Regeln und Kategorien entwickelt. Damit war erreicht, was die Metaphysik früherer Zeiten dem Absoluten, dem Ewigen entnommen hat, allgemein gültige Wahrheiten. Wichtig für uns, und damit wechsle ich von der Ostsee in den Pazifik, ist die Insel. Kant reduzierte das Descartesche Ich auf den Verstand und erklärte diesen zu einer Insel, die er kartografieren wollte. Er war also ein Inselkönig, der sein Eiland mittels der Vernunft bestimmte und verwaltete, und das war auch, Sie ahnen es längst, Robinson. Robinson gilt als der erste Roman, zumindest behauptet das die angelsächsische Welt. Novel, Neuheit, heißt diese neue literarische Gattung, und nicht zufällig beginnt sie mit einem einsamen, auf einer Insel im Pazifik ausgesetzten Ich. Früher, vor der chinesischen Denkmauer, wären es natürlich die göttlichen Winde gewesen, die den Helden in diese Lage gebracht hätten. Jetzt ist der Seefahrer ein Kaufmann, den seine Abenteuer und Handelslust zu weiten Reisen verleitet. Schließlich gerät er in einen Sturm, sein Segelschiff wird gegen einen Riff geschmettert und ihm, als dem einzigen Überlebenden, gelingt es, das Wrack zu verlassen und schwimmend eine Insel zu erreichen. Das Neue an der Novel: der selbstverantwortliche, der selbstbestimmte Mensch trägt und bestimmt die Handlung. Zugespitzt können wir sagen, vor Descartes war die Wirklichkeit im Allgemeinen, Universellen, das waren die berühmten Universalien der Scholastiker. Wirklich waren die Götter, die mit ihren dicken Backen die Schifflein der armen Menschen vor sich hintrieben, etwa Odysseus und dessen Gefährten an die Felsenküste Siziliens. Jetzt jedoch nimmt das Singuläre, das Zweifelnde und Denkende Ich die Wirklichkeit für sich in Anspruch. Es verwirklicht sich selbst, indem es auf dem Ozean, dem Sitz des Scheins, herumirrt, das Toben der Elemente überlebt, eine Insel erreicht und diese kolonisiert. Dass dann im Sand ein fremder Fußabdruck sichtbar wird, gibt der Novel eine rasante Wendung. Wir werden in der nächsten Vorlesung darauf zurückkommen. An dieser Stelle ist es wichtig, Descartes, Kant und alle ihre Nachfolger haben die Universalien verabschiedet. Die Wirklichkeit ist nicht mehr im Absoluten, das dem Menschen in den Phänomenen begegnen kann. Nein, jetzt ist der Mensch selbst ein Handelnder, ein tätiges Subjekt, ein Produzent und Verwalter seiner Wahrheiten, die er zuerst auf seinem Eiland und dann auch weltweit durchsetzen möchte. Und, müssen wir ergänzen, weitgehend durchgesetzt hat. Die Inseln sind zu Touristenressorts geworden und die Sonne der Karibik hat als intensivmastähnliche Zuchtlampe die für einige Tage eingeflogenen innerhalb kürzester Zeit mit einer Ferienbräunung zu versehen. Descartes hat auf der ganzen Linie gesiegt.
die schwimmenden Automate, die den All-Inclusive-Touristen, was für ein Wort, serviert werden, haben nautische Fabriken aus dem Meer gebackert. Drittes Stück. Ein ungewöhnlicher Auftritt. Es ist ein heißer Frühlingsabend in Moskau der 30er Jahre. Auf einer Parkbank bei den Patriarchenteichen sitzen zwei Literaten. Der eine ist der Redakteur einer Zeitschrift und Vorsitzender der staatlichen Schriftstellervereinigung, also ein hoher Literaturfunktionär. Der andere ein junger Lyriker. Die beiden diskutieren ein Poem des Lyrikers, das der Funktionär für die Zeitschrift in Auftrag gegeben hat. Und es wird rasch klar, der Funktionär ist mit dem Poem des Lyrikers höchst unzufrieden. Das Poem, so hat der Auftrag gelautet, sollte von Jesus Christus handeln, allerdings im marxistischen Sinn. Der Lyriker hätte darstellen sollen, dass Jesus in Wirklichkeit nie gelebt habe und Religion nichts anderes als eine Irreführung des ungebildeten Volks sei. Da taucht ein Fremder auf, eine eigenartig vornehme Gestalt, wie sich bald zeigen wird, der Teufel. In die durchrationalisierte, schöne neue Welt des Stalinismus bricht die Metaphysik ein. Den beiden Literaten, die sich einig sind, dass der marxistische Überbau jegliche Metaphysik ersetzt habe, begegnet ein Typ, der ihn mit der größten Selbstverständlichkeit erklärt, gemeinsam mit Kant gefrühstückt zu haben und auch Pilatus, Pontius Pilatus, persönlich zu kennen. Der Romananfang ist grandios. Zwei Literaten sitzen auf einer Bank und in der Gewissheit ihrer Ideologie. Sie denken nichts Böses, sondern vertreten überzeugt ein wissenschaftlich fundiertes, rationales, aus der historischen Entwicklung hergeleitetes Verständnis von Realität. Sie sind aufgeklärte Geister wie wir, durchdrungen vom Bewusstsein, dass der Mensch, vor allem der marxistische Mensch, im Befolgen der Regeln des Marxismus-Leninismus die beste aller Welten herstellen wird. Eine klassenlose Gesellschaft, die aus lauter guten Mitgliedern besteht. Ja, und dann erscheint dieser Ausländer, ein Monsieur Volant, wie er sich vorstellt, gibt sich als Zeitgenosse von Kant und Pilatus aus und behauptet grinsend, dem einen der beiden Literaten, nämlich dem Lyriker, werde gleich nach Sonnenuntergang der Kopf vom Rumpf getrennt. Die Literaten lachen. Aha, ein Verrückter. Wie es dazu komme, fragen sie amüsiert. Ach, bemerkt Monsieur Volant nebenher, Schuld sei eine gewisse Anuschka, die eine Flasche Sonnenblumenöl zerschlagen habe. Dem Lyriker wird das Gefasel des Fremden bald zu dumm, er macht sich davon, rutscht auf dem Sonnenblumenöl, das jene Anuschka kurz zuvor vergossen hatte, aus und fällt so unglücklich, dass er von einer heransausenden Straßenbahn überfahren wird. Zitat. Unterm Gitter der Patriarchenallee hervor sprang ein dunkler, runder Gegenstand die gepflasterte Böschung hinauf, rollte wieder hinunter und hüpfte über den Fahrdamm. Es war der abgetrennte Kopf des Lyrikers. Erinnern wir uns kurz daran, dass Kant von sich selbst nur den Kopf sehen wollte. Dies erzählt Bulgakov im dritten Kapitel. Im ersten findet die Begegnung der beiden Literaten mit Volant, dem Teufel, statt. Und im zweiten Kapitel widerfährt uns Lesern das, was auch den beiden Literaten widerfährt. Plötzlich sind sie mit einer anderen Zeit konfrontiert, nämlich mit Pontius Pilatus,
dem ein geschundener Wanderprediger namens Jeschua vorgeführt wird. Pilatus, der Statthalter Roms, soll das vom Synhedrion gefällte Todesurteil gegen Jeschua bestätigen. Kapitel 1 und 3 spielen in Moskau der Stalinzeit. Kapitel 2 hingegen scheint einem völlig anderen Roman zu entstammen. Es kommt gleichsam hinter der chinesischen Denkmauer hervor und schlägt im Romangefüge, worin wir gemütlich Platz genommen haben, wie am Anfang die beiden Literaturkritiker, wie ein Meteor ein. Viertes Stück. Eine literaturtheoretische Zwischenbemerkung. Die Neuheit einer entgötterten Welt fand ihren Ausdruck in der Novel, im Roman. Das Descartesche Ich war Robinson geworden. Aber wie Robinson, der stolze König seines Eilands und seiner selbst, gaben sich die Autoren, die Gott verabschiedet hatten, gern göttlich. Sie erschufen und verwalteten ihre Figuren wie ein universaler Geist. Sie waren Romanunternehmer, etwa ein Tolstoi oder ein Dostojewski, die ihr Werk und sämtliche Angestellte bis in deren letzte und feinste Empfindungen hinein beherrschten. Als dann Nietzsche, er wird uns in der letzten Vorlesung begegnen, Gott endgültig für tot erklärte, wurde die Novel mit ihrem gottähnlichen Autor, ihrem universalen Schöpfer, altmodisch. Die alles durchschauende, alles beherrschende Erzählposition war plötzlich nicht mehr glaubwürdig und so traten an die Stelle der gottväterlichen Roman-Großunternehmer, deren Söhne, die Ich-Erzähler. Madame Bovary, c'est moi, sagte Flaubert, und mit diesem Ich, dieser Madame, die nicht zufällig eine Liebhaberin von Schundromanen ist, geht der Leser durch die Handlung. Ein äußerst raffiniertes Verfahren, die Romanheldin liebt Romane, die nach altbewährter Manier, also aus einer göttlichen Erzählposition geschrieben wurden, während ihr Autor, Flaubert, an diese erhabene Position nicht mehr glaubt und bemüht ist, die tragische Liebesgeschichte aus der beschränkten Sicht der Bovary zu erzählen. Madame Bovary, c'est moi, das heißt, hier wird aus der Ich-Perspektive erzählt. Deshalb ist der Ton ein ganz anderer als etwa in Tolstois Krieg und Frieden. Tolstoi ist gottgleich in allen Figuren. Flaubert steckt hauptsächlich in einer Figur, in den Gefühlen und Wirken seiner Bovary. Der Prozess des Untergangs des gottgleichen Romanunternehmers können Sie wunderbar an den Werken von Thomas Mann studieren. Sein mit Abstand größter Erfolg waren die Buddenbrocks. Der Erfolg erklärt sich auch durch die Tatsache, dass er noch einmal universal erzählt wurde. Der Thomas Mann der Buddenbrocks hält alle Fäden in der Hand, genau wie der von ihm bewunderte Tolstoi. In späteren Werken jedoch misstraut er dieser Allwissenheit und ironisiert sie. Hören Sie den Anfang aus Dr. Faustus. Mit aller Bestimmtheit will ich versichern, dass es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben des verewigten Adrian Leverkühn, dieser ersten und gewiss sehr vorläufigen Biografie des teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und genialen Musikers, einige Worte über mich selbst und meine Bewandtnisse vorausschicke. Es geht dann noch weiter und so weiter und so weiter. Ich bitte, wieder ansetzen zu dürfen, nur weil ich damit rechne, dass man wünschen wird, über das Wer und Was des Schreibenden beiläufig unterrichtet zu sein,
schicke ich diesen Eröffnungen einige wenige Notizen über mein eigenes Individuum voraus, nicht ohne die Gewärtigung freilich, gerade dadurch dem Leser Zweifel zu erwecken, ob er sich auch in den richtigen Händen befindet, will sagen, ob ich meiner ganzen Existenz nach der rechte Mann für eine Aufgabe bin, zu der vielleicht mehr das Herz als irgendwelche berechtigende Wesensverwandtschaft mich zieht und so weiter und so weiter. Ich bitte, wieder ansetzen zu dürfen, die Erzählposition wird genau definiert und Descartes lässt grüßen, mit jedem Zweifel eingefärbt, den das sich selbst reflektierende Subjekt als einzige Gewissheit anerkennt. Als Mann den Faustus schrieb, hatte ein anderer, James Joyce, mit dem Ulysses ein Romanwerk vorgelegt, das den Dr. Phil Serenus Zeitblom, Manns Erzähler und Faustbiograf, aller Ironisierung zum Trotz ziemlich altmodisch aussehen ließ. Warum? Der Titel ist Programm. Ulysses. Ulysses, Odysseus, ist der griechische Held, das heißt, James Joyce will die chinesische Denkmauer überwinden. Er geht hinter sie zurück. Er sprengt das eingeschlossene Ich. Er hält nichts von einer Subjektivität, die die Welt nur als Aussicht aus der Enge, als Entwurf eines Einzelwillens begreifen mag. Sein Roman, sein Ulysses, soll sich phänomenologisch entfalten. Das Geschehen soll sich offenbaren. Epiphanie ist der zentrale ästhetische Begriff des großen Iren James Joyce. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann das Autoren-Ich James Joyce etwas erzählen, das nicht aus ihm, dem schreibenden Subjekt, sondern gewissermaßen aus dem Objektiven entsteht. Mir ist nicht bekannt, ob Joyce Heidegger oder ob Heidegger Joyce kannte, doch lässt sich auf einfache Weise darlegen, dass beide ähnlich vorgehen. Sie wagen die Kehre. Sie begeben sich hinter die chinesische Denkmauer ins griechische Denken. Bei Joyce sagt das bereits der Titel, Ulysses. Joyce erzählt im Ulysses den Tag eines Leopold Bloom. Es ist ein Junitag in Dublin. Er beginnt am frühen Morgen und endet mit dem berühmten Einschlafmonolog von Molly, Blooms Frau. Nimmt man nur diesen Handlungsstrang, scheint er einem Flaubertschen Ansatz zu entspringen. Leopold Bloom, c'est moi. Aber dieser Handlungsstrang ist nur die Oberfläche, denn den einzelnen Kapiteln sind die Bücher der Odyssee zugrunde gelegt, also ein mythisches Geschehen, und diese Grundlage objektiviert natürlich, was der Autor erzählt. In Leopold Bloom und dessen Dubliner Tag kommt die Odyssee des Homer zum Vorschein. Und Homer hat ja schon in der ersten Zeile gesagt, woher er die Geschichte hat. Andra moyenepe musa, nenne mir Muse den Mann. Von den Musen hat er die Geschichte, von den Göttern. Sie haben ihn inspiriert, sie haben ihn beatmet. Die Erzählung, gewiss, es ist Joyce, der von Bloom erzählt, aber die Sprache spricht, Personare heißt durchtönen. Joyce ist die Erzählmaske, durch die die Musen und Homer und dessen Odyssee so hindurchtönen, dass nicht mehr das erzählende Ich entscheidend ist, sondern der Mythos. Blum stapft Kapitel für Kapitel durch die Bücher der Odyssee, die die Handlung und die Szenerie, wenn auch in einem einzigen Tag und nach Dublin versetzt, vorgeben. Er ist ein Homo viator,
ein Waller und Pilger, einer, der in den Gassen von Dublin herumirrt, wie Odysseus auf dem gefährlichen Mittelmeer. Immer auf dem Weg nach Hause, wie es Novalis formuliert hat. Joyce lässt den Mythos durchtönen und wie bringt er ihn zur Entfaltung? À la Heidegger, indem er die Sprache sprechen lässt. Das hat ja beiden den Ruf eingetragen, schwierig zu lesende Texte geschaffen zu haben, aber das ist gar nicht wahr. Überhaupt nicht. Man muss sein inneres Ohr nur auf die sprechende Sprache einstellen. Ein Beispiel: Blum besucht eine Zeitungsredaktion und eine Druckerei und wie teilt sich dieser Ort mit? In Schlagzeilen. Oder der bereits erwähnte Schlussmonolog von Nolly. Da schläft der Roman buchstäblich ein, keine Punkte mehr, keine Kommata, alles fließt und aus Mollys Gedankenflut, aus all dem Treibgut, das durch ihr Hirn strömt, atmet auf einmal der Geist der Götter, der Wind des Absoluten. Wenn Mollys Augen zufallen, haben die Sterne wieder eine Seele. Hier müsste natürlich ein Abstecher zu Musil erfolgen. Sein Mann ohne Eigenschaften ist ja ein gewaltiges Plädoyer für die Seele, ein Großessay, der die wohl brillanteste Polemik gegen Freud enthält. Aber zum einen läuft mir die Zeit davon, ich will und ich muss zu Bulgakov zurückkehren, und zum anderen soll man keine Eulen nach Athen tragen. Vielleicht nur so viel, wie bei Joyce ist auch bei Musil der Titel Programm. Sein Held Ulrich ist, wie es im vierten Kapitel des ersten Buches heißt, ein Möglichkeitsmensch, ein Mann ohne Eigenschaften, also leer, also offen, also ein Gefäß, das die Wirklichkeit empfangen möchte und empfangen kann. Den Schluss konnte Musil nicht mehr schreiben, der Roman blieb Fragment, aber aus den Notizen wissen wir, dass es Ulrich am Ende in den Ersten Weltkrieg verschlagen hätte, wo er vom Bluthauch des Schlachtenfeuers vernichtet worden wäre. Der Terror der Notwendigkeit hätte den Mann der Möglichkeiten vernichtet. Fassen wir zusammen. Joyce und Heidegger haben die kartesianische Denkmauer eingerissen. Sie dachten wieder griechisch und wie der Philosoph die Metaphysik aus einer metaphysischen Frage sich entfalten ließ, machte Joyce seinen Ulysses zu einem phänomenalen Ereignis, das im Dublin Junitag des Leopold Blum den Mythos vom herumirrenden Homo Viator zum Vorschein brachte. Das ist die ästhetische Situation, aus der heraus Bulgakovs Meister und Margarita entsteht. Fünftes Stück, der nihilistische Prozess. Die Geburtsstunde des Nihilismus, schreibt Gottfried Benn, war der März 1862, der Monat, in dem der Roman Väter und Söhne von Iwan Turgenev erschien. Der Held dieses Romans, sagt Benn, das ist schon der fertige Nihilist. Zitat: Für unser Thema äußerst interessant ist nun, dass der Nihilismus dieses Basarow eigentlich gar kein Nihilismus in absoluter Form war, kein Negativismus, nein, sondern ein fanatischer Fortschrittsglaube, ein radikaler Positivismus in Bezug auf Naturwissenschaft und Soziologie. Zitat Ende. Wir können diese Aussage zuspitzen. Mit der Aufklärung hat der Mensch die Götter abgeschafft, er verließ das Dunkel der Dome, er durchleuchtete sich selbst und reduzierte die Sterne, denen er die Seelen absprach, auf ihr
naturwissenschaftlich Messbares nicht. Weg mit den Geheimnissen, hieß die Parole, Licht ins Dunkel. Illuminismo heißt die Bewegung im Italienischen, Enlightenment im Englischen. In Frankreich spricht man vom Siècle de Lumière. Neuzeit ist Neonzeit. Die Hygiene wird besser, die Badezimmer werden hell. Zu dieser Helle gehört auch der Grundglaube, dass der Mensch kein Finsterling sei, kein Böser, sondern gut. Denn, sagt der Schriftsteller und Philosoph Erhard Kästner, Zitat, wenn er, der Mensch, nicht in seinem Grund gut wäre, so könnte man ihm so ungeheuerliche Vollmacht, wie er sie auf sich gehäuft hat, doch gar nicht wünschen. Die Guterklärung des Menschen ist das Leuchtschrift-Credo der Neuzeit. Zitat Ende. Es zeigte sich bereits in der Französischen Revolution, wo sich der Mensch für gut erklärt, gibt es immer auch Bessere, die finden, die Guten ebenfalls bessern zu müssen. Wir können da auch an Robinsons Insel denken. Klar, er, der Kolonist, ist der Gute. Aber manchmal kommen von einer Nachbarinsel seltsam dunkle Wesen herüber, mit schauerlichen Bräuchen, die am Strand ihre Rituale abhalten. Schließlich gelingt es einem dieser Dunkelmänner, sich der Abschlachtung zu entziehen. Sie alle kennen die Story. Der geflohene Dunkelmann begegnet Robinson, wird von diesem Freitag genannt und statt, dass er im Kochtopf seiner Menschenfresserbrüder landet, landet er im Erziehungsprogramm des weißen Kolonisators. Robinsons Eiland im Pazifik ist die erste Insel des Archipel Gulag. Der dunkle Freitag wird aufgeklärt. Robinson möchte einen guten, unbefleckten, vernunftgeleiteten Menschen produzieren. Und natürlich gelingt es ihm, denn auch der Autor des Robinson, Daniel Defoe, ist vom Grundglauben an das Gute im Menschen durchdrungen. Wohin ideologische Erziehungsprogramme, sprachliche und moralische Korrektionen und die Ersetzung der obersten Instanz durch Big Brother, den großen Führer, die armen Menschen bringen können, ist im letzten Jahrhundert evident geworden. Im Vorzimmer Stalins standen stets ein paar Krankenpfleger bereit, um die Vorgeladenen, die sich im Angesicht des Diktators in die Hose pissten, notdürftig zu säubern, mit einer neuen Hose zu versehen und dann wieder ins Allerheiligste zu schicken, vor das Summum Bonum, das höchste Gute, Väterchen Stalin. Verstehen Sie mich richtig? Ich halte nichts davon, vom Charakter eines Dichters, Malers, Komponisten, auf dessen künstlerische Qualität zu schließen. So bekam zum Beispiel Schostakowitsch den Auftrag, einen schwülstigen Text eines untalentierten Schriftstellers zu vertonen. Der Text handelt davon, dass, Zitat, Stalin, der Führer und Lehrer, der Freund der Kinder, der große Steuermann, der große Landesvater und der große Eisenbahningenieur, auch der große Gärtner ist. Unser Stalin, heißt es im Oratorium, unter Stalin heißt es, wachsen die Apfelbäume kühner und kämpfen gegen den Frost, wie die Rote Armee gegen die Nazis gekämpft hat. Zitat Ende. Ich entnehme dieses Zitat einem Buch von Julian Barnes über Schostakowitsch und mit Barnes bin ich der Meinung, obwohl Schostakowitsch diesen dröhnenden Unsinn in Noten gesetzt hat, ist es gute Musik und Schostakowitsch ein großartiger Komponist. Aber natürlich ziehe ich den Hut vor einem Bulgakov, der solche Auftragsarbeiten zurückwies, umso tiefer. Bulgakov hat sogar den Todesmut besessen, mit dem Datum vom 30. Mai 1931 an den Generalsekretär des ZK, der KPDSU, Josif Vissarionovic
Stalin einen Brief zu senden und darin durch ein Gogol-Zitat festzuhalten, dass, Zitat, unter den Umständen, in denen ich zu arbeiten gezwungen bin, die Feder des Schriftstellers unbemerkt zur Satire übergeht. Zitat Ende. Es war der helle Wahnsinn. Bulgakov, an der Meister und Margarita arbeitend, teilt dem höchsten Guten schriftlich mit: Wenn ich deine Welt beschreibe, wenn ich die Gegenwart beschreibe, die du unter uns gebracht hast, geht die Feder von selbst in die Satire über. Das heißt im Klartext, du, unser Führer und Lehrer, der Freund der Kinder, der große Landesvater, Steuermann, Eisenbahningenieur und Apfelbaumwachstumsbeschleuniger, bist in Wahrheit eine komische Figur. Eines Nachts, es war am Karfreitag, klingelt bei den Bulgakovs das Telefon. Am Apparat war er selbst Stalin. Er versprach dem Dichter, er könne emigrieren oder, wenn er es wünsche, seine Tätigkeit am Theater wieder aufnehmen. Er schlug sogar ein persönliches Treffen vor. Dazu ist es allerdings nie gekommen. Über Stalins Anruf wurde später oft gerätselt. Bulgakov-Kenner in Moskau versicherten mir, Stalin habe schlicht und einfach die einzige Stimme hören wollen, die es wagte, ihm persönlich zu widersprechen. Stalin wollte wissen, was ist das für einer, der vor meiner Macht nicht in die Hose pisst. Stalin hat sogar angeordnet, dass eines von Bulgakovs verbotenen Stücken, die Tage der Turbins, wieder in den Spielplan aufgenommen wurde, auf das er, Stalin, in einer Nachtvorstellung es anschauen konnte. Die armen Schauspieler, die wussten, dass im Dunkel des Zuschauerraums ganz allein der Genosse Stalin sitzt, spielten vermutlich mit nassen Hosen. Damit kennen Sie nach der ästhetischen Situation auch die politische Lage, aus der heraus Bulgakovs Hauptwerk entstanden ist. Und es wird höchste Zeit, in zwei letzten Stücken, Nummer 6 und Nummer 7, zu umreißen, was das Ereignis, das Phänomen dieses Romans ausmacht. Da wir die nötigen Voraussetzungen entwickelt haben, können wir sie jetzt anwenden. Mit anderen Worten, ich werde Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr allzu lange beanspruchen. Wir nähern uns dem Ende. Sechstes Stück. Die Kreuzigung als Phänomen. Sie erinnern sich, auf Robinsons Insel der Ratio tauchte eines Tages ein Stempel des Irrationalen auf, ein fremder Fußabdruck. Nicht zufällig ein Fuß. Der Fuß ist dem Kopf entgegengesetzt und bekanntlich verrät sich im Huf der Teufel oder ein tierischer Restbestand, der sich der Zähmung durch den Verstand widersetzt hat. Der König, haben wir bei Ödipus festgestellt, hickt, Schwellfuß, Teufelsfuß. Der Teufel betritt am Anfang des Romans das Moskau der 30er Jahre. Die Irrationalität erscheint den beiden gemütlich auf einer Parkbank diskutierenden Rationalisten. Mit Turgenev und Ben können wir sagen, es sind Nihilisten. Sie glauben an nichts, schon gar nicht an den Teufel, der ihnen weismachen will, mit Kant gefrühstückt zu haben und Pilatus persönlich begegnet zu sein. Kapitel 2 ist dann der Einbruch von jenseits der chinesischen Denkmauer. Als würde ein anderer Roman beginnen, wird uns die Begegnung von Jeschua und Pilatus erzählt und wohlgemerkt, es ist Wollong, der Teufel, der uns diese Episode serviert.
Wir haben also einen Romanautor, Michail Bulgakov, der uns einen Frühlingsabend in Moskau erzählt, also gleichsam eine übergeordnete Erzählinstanz. Aber die wird schon im zweiten Kapitel gebrochen. Der Teufel übernimmt. Er, der in allen Zeiten heimische, verrät uns Details aus der Verurteilung des Jeschua, die nur ein Zeuge ihrer Geschehnisse kennen kann. Wir werden also im zweiten Kapitel einer zweiten, fremden, uns irritierenden Erzählperspektive ausgesetzt. Diese Erzählperspektive bekommt mit ihrer Prophezeiung, der eine der beiden Literaten, der Lyriker, werde seinen Kopf verlieren, recht. Er gerät unter die Räder der Straßenbahn. Der Literaturfunktionär wiederum, der die Szene miterlebt, verliert seinen Kopf ebenfalls. Indem er aussagt, was er erlebt hat, erscheint er seiner Umwelt als verrückt und landet in der psychiatrischen Klinik. Dort lernt er dann die eine der beiden Titelfiguren kennen, den Meister. Und aufgepasst, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, durch den Meister, einen Schriftsteller, führt der Roman eine dritte Erzählposition ein. Wir erfahren nämlich, dass dieser Meister einen Roman über Pilatus geschrieben, allerdings nach der Ablehnung durch die Zensur große Teile davon im Ofen verbrannt hat. Moment mal, sagt sich der Leser, diesen Roman kennen wir doch. Soll das heißen, dass wir im zweiten Kapitel des Bulgakov-Romans das erste Kapitel des Meisterromans gelesen haben? Aber dann wären wir ja auf den Teufel hereingefallen. Er war es ja gar nicht, der das zweite Kapitel erzählt hat. Oder doch? Oder haben wir uns das nur eingebildet? Und damit sind wir in der gleichen Lage wie die Leute in Moskau. Denn der Teufel, ein Magier, hat inzwischen eine Vorstellung gegeben, bei der etwas Ungeheuerliches passiert ist. Die Zuschauer wurden mit schönen Kleidern überschüttet, die sich allerdings, kaum hatten sie sie angezogen, in Luft aufgelöst haben, sodass lauter Nackte durch Moskau geirrt sind, wo eben noch ein verführerischer, vom Magier herbeigezauberter Strumpf war, ist nun ein nacktes Bein. Kurz, diesem Teufel ist nicht zu trauen. Er dem Meister der Erzählposition 3, doch wie gesagt, große Teile von dessen Werk sind verbrannt und nun ist es nicht etwa so, dass ein nicht verbranntes Kapitel auftaucht. Nein, der Literaturfunktionär findet in seiner Zelle endlich in den Schlaf, er beginnt zu träumen und er träumt. Damit eröffnet Bulgakov die vierte Erzählposition. Ein Kapitel, vielleicht ein verbranntes Kapitel aus dem Roman des Meisters. Der ungläubige Literaturfunktionär träumt die Kreuzigung des Jeschua auf Golgatha. Und zwar, fasten your seatbelt, please, gesehen und berichtet aus einer fünften Erzählperspektive, aus jener des Levi Matthäus, einem Jünger des Jeschua, der die Kreuzigung aus der Ferne beobachtet. Fünf verschiedene, einander teilweise widersprechende Perspektiven erzählen ein Geschehen, ein uns bekanntes Geschehen, den Tod Jesu. Der Roman besteht aus zwei Büchern. Am Ende des ersten Buchs übernimmt wieder die erste Erzählinstanz, der unbeteiligte Chronist, wie er sich nennt, und ruft mir Nachleser. Mir Nachleser, damit beginnt auch das zweite Buch. Es erzählt, wie der Meister Margarita seine Geliebte wiederfindet, wie diese Margarita durch den Teufel in eine Hexe verwandelt wird und wie diese Hexe auf einem Besen durch die Lüfte reitet. Dass im Hexenbesen der Pfahl des Kreuzes steckt, wird die nächste Vorlesung nachzuweisen versuchen. An dieser Stelle nur so viel.
mit der wandlungsmächtigen Hexe Margarita entdecken wir gegen Ende des Romans zwei nicht verbrannte Kapitel aus dem Pilatus-Roman des Meisters, begegnen darin wieder Levi Matthäus, der Erzählposition 5, und erfahren so, wie Judas, der Verräter, Pilatus, der Verstrecker des Urteils, und Levi Matthäus, der schreibende Jünger, den Tod am Kreuz erlebt haben. Wie das Kreuz seine Wirkung entfaltet, wie es als Ereignis eintritt in die Geschichte. Ich fasse zusammen. Durch 5 Sprachmasken spricht in Bulgakows Roman Meister und Margarita das uns aus 4 Evangelien bekannte Drama der Hinrichtung des göttlichen Menschensohns. Das Ereignis der Kreuzigung wird zum Phänomen. Weder gibt es in Bezug auf die Kreuzigung eine göttliche noch eine personale Erzählinstanz. Das Geschehen selbst bringt sich durch die gesprengten Instanzen zum Vorschein. 7. und letztes Stück, Karfreitag. War es ein Zufall, dass Stalin in der Nacht des Karfreitags bei den Bulgakows das Telefon klingeln ließ? Ich vermute, nein. Bulgakow hat aus dem Manuskript in der Wohnung hin und wieder vorgelesen. Unter den Zuhörern, das ist erwiesen, waren auch Spitzen. Mit anderen Worten, die Wohnung der Bulgakows im rationalistischen, nihilistischen Moskau jener Jahre war restlos durchleuchtet. Geheimnisse gab es nicht mehr. Big Brother, das höchste Gute, wusste alles und las mit, was auf dem Schreibtisch des Meisters entstand. Stalin musste bekannt gewesen sein, wie auf dem Kalvarienberg, auf der Schädelstätte, erhebt sich in der Romanmitte von Bulgakows entstehenden Roman das Kreuz mit dem sterbenden Jeschua. Und so wollte er Bulgakow mitteilen, dass er, Stalin, der große Ingenieur, der sogar das Wachstum von Apfelbäumen beherrscht, dem paradiesischen Apfelbaum werden wir ebenfalls in der nächsten Vorlesung wieder begegnen, auch er steckt im Kreuz mit dem Hexenbesen. Ich bitte wieder ansetzen zu dürfen, dass er, Stalin, über allem steht, auch über einem widerständigen Romanautor, der in die durchleuchtete, aufgehellte Zeit die nachmittägliche Finsternis des Karfreitags einfließen lässt. Damit, meine Damen und Herren, bin ich am Schluss der heutigen Vorlesung. Mir ist bewusst, dass das Kreuz, die Kreuzigung, für das aufgeklärte Ich ein Stachel im Hirnfleisch ist. Das aufgeklärte Ich braucht keinen Erlöser. Es erlöst sich selbst. Es wohnt in der Überzeugung, gut zu sein und die anderen nicht so guten durch Korrekturen moralischer oder sprachlicher Art bessern zu können. Was sich dieser Besserung, der Durchleuchtung und Aufklärung widersetzt, ist demzufolge das Böse und gehört ausgemerzt, abgeschafft. Deshalb wird das Kreuz von den Wänden genommen. Soweit waren sie bereits in der Stalinzeit und es war der größte Romanautor jener Jahre, Michail Bulgakow, der die nihilistischen Nationalisten zur Kenntlichkeit entstellt hat, zu Fratzen des Absurden. Denn so stark das Subjekt auch sein mag, das Phänomen, das aus sich selbst heraus Erscheinende, ist stärker. Es entzieht sich unserer Macht. Deshalb müssen wir den Kreuzverächtern zurufen, das Kreuz ist nicht das Böse. Es ist der Einbruch einer anderen Wirklichkeit, worin die kartesianische Denkmauer wie im Erdbeben des Karfreitags einstürzt. In Bulgakows Roman
verliert Jeschua am Kreuz sein Bewusstsein und auch sein Gesicht. Er wird zu einer Maske des Grauens, aber in dieser Maske werden alle komischen Fratzen des Romans versammelt, gebündelt, geadelt, erlöst. Vernehmen Sie zum Schluss die Stimme, vor der sich sogar Stalin gefürchtet hat. Zitat: Dismas am zweiten Kreuz litt noch mehr als die anderen, denn er war bei Bewusstsein und bewegte den Kopf rhythmisch nach rechts und links, um das Ohr gegen die Schulter zu stoßen. Glücklicher war Jeschua. Schon in der ersten Stunde hatte ihn mehrmals das Bewusstsein verlassen, dann war er gänzlich in Ohnmacht gesunken und sein Kopf im aufgelösten Turban hing herab. Er war so dicht mit Fliegen und Bremsen bedeckt, dass sein Gesicht unter einer kribbelnden schwarzen Maske verschwand. Zitat Ende. In dieser Maske wird das Unanschauliche anschaulich. Unter den Fliegen und Bremsen ist das abwesende Gesicht Gottes anwesend. Wir Subjekte sehen diesen Jeschua nicht. Er offenbart sich uns. Ich danke Ihnen.